Dieses Tutorial zeigt die Konfiguration eines Simatic Drive Controllers in TIA Portal. Wir fügen einen Simatic Drive Controller als neues Gerät in das Projekt ein und nehmen die gewünschten PLC-Security-Einstellungen vor. In diesem Beispiel ist der Schutz deaktiviert. Im Projektnavigator wird der Simatic Drive Controller als Standardgruppe bzw. Ordner dargestellt. Diese beinhaltet die integrierte Simatic S7-1500 PLC und die Synamics Integrated Antriebsregelung. Die Modellierung in zwei Geräten bietet Ihnen den Vorteil, Geräte unter verschiedenen Aspekten im Projekt zu gruppieren. Zum Beispiel, um alle PLCs in einer Gruppe zu bündeln und alle Antriebe in einer anderen Gruppe. Wenn Sie eine zusätzliche Synamics CU320-2 mit einem Simatic Drive Controller verwenden, ist es auch möglich, diese CU in die Drive Controller Gruppe zu verschieben. Über Einstellungen ist es möglich, dieses Verhalten zu ändern, zum Beispiel um einen Simatic Drive Controller ohne Gruppe hinzuzufügen oder auch ohne Synamics Integrated einzufügen. Die Zwei-Geräte-Modellierung wird auch in der Netzsicht dargestellt. Dieses eröffnet Ihnen zum Beispiel die Möglichkeit, ein Copy-Paste nur für die integrierte PLC oder nur für den Synamics Integrated durchführen zu können. Ein nicht vorhandener Synamics Integrated kann nachträglich aus dem Hardware-Katalog hinzugefügt werden. Der Synamics Integrated ist erst verfügbar, wenn StarDrive in TIA Portal installiert ist. Diese Entkopplung hat den Vorteil, dass für ein Upgrade der Antriebsprojektierung nur eine neue StarDrive-Version installiert werden muss. Jetzt wechseln wir zur Gerätesicht des Synamics Integrated und konfigurieren das Synamics Antriebssystem. Die gezeigte Konfiguration ist die standardmäßige StarDrive-Funktionalität. Nach der Konfiguration eines Line-Moduls konfigurieren wir ein Motormodul und einen Drive-Click-Motor. Die erforderliche Telegram-Konfiguration wird automatisch eingestellt. Um auf die Gerätesicht der integrierten PLC umzuschalten, kann die Geräteliste oder sehr komfortabel die Verlinkung verwendet werden. In der Gerätesicht der PLC ist es möglich, beispielsweise die Technologie IOs zu konfigurieren. In diesem Beispiel konfigurieren wir zwei digitale Ausgänge mit Zeitstempelfunktionalität. Für höchste Schaltgenauigkeit aktivieren wir die High-Speed-Ausgangsoption. Alle Konfigurationen der Technologie IOs werden in einer Übersicht angezeigt. Die Zeitsynchronisation der Synamics-Antriebe mit der PLC kann automatisch vom System durchgeführt werden. Dieses ist notwendig für eine einheitliche Zeitbasis der PLC und Antriebsalarme. Die Zeitsynchronisation erfolgt für den Synamics Integrated und für angeschlossene Synamics S120 Control Units. Im nächsten Schritt konfigurieren wir eine Positionierachse. Für die Hardware-Schnittstelle wählen wir den konfigurierten Antrieb aus. In einem zweiten Schritt konfigurieren wir eine Nocken. Als Hardware-Schnittstelle wählen wir einen der beiden konfigurierten Digitalausgänge mit Zeitstempelfunktion aus. Der Simatic Drive Controller verfügt über separate Taktsysteme für Profinet, Profibus, den ProfiDrive Integrated des Synamics Integrated und die X142 Technologie IOs. Grundsätzlich ist es möglich, jedes Taktsystem einem anderen Organisationsbaustein zuzuordnen. Da der Nockenausgang zusammen mit der Achse verwendet wird, wurden die Taktsysteme des Synamics Integrated und der X142 Technologie IOs automatisch gekoppelt. Führendes Taktsystem ist in diesem Fall das Taktsystem der X142 Technologie IOs.
Dieses zentrale Taktsystem wird auch automatisch dem MC-Servo-Organisationsbaustein zugeordnet. Nun ist die Konfiguration abgeschlossen und das Übersetzen erfolgt fehlerfrei. Da SIMATIC Drive Controller eine Standard-SIMATIC-Speicherkarte verwenden, gibt es für den SINAMIX Integrated keine Vorlizenzierungen wie bei SINAMIX CU320-2. Die Lizenzierung der SINAMIX-Funktionen wie die Safety Integrated Extended Functions erfolgt in ähnlicher Weise wie zum Beispiel bei den OPC-UA-Lizenzen der PLC. Dies bedeutet, dass eine Einzellizenz erworben werden muss und der Kauf der Lizenz im TIA-Portal bestätigt wird. Bitte beachten Sie, dass SINAMIX Technology Extension Lizenzen nur angezeigt werden, wenn die entsprechende Technology Extension in StarDrive installiert wurde. Ein Gerätetausch zwischen einer modularen SIMATIC S7-1500 CPU und einem SIMATIC Drive Controller oder umgekehrt ist sehr einfach möglich. Alle Hardwareunterschiede zwischen den Controllern werden in der Kompatibilitätsinformation angezeigt. Über Profinet vernetzte Komponenten werden beim Gerätetausch dabei übernommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.